Das ist sie, die Panzerfeldhaubitze 105 mm M7B2. Ein gepanzertes Vollkettenfahrzeug, das durch einen wassergekühlten 8-Zylinder V-Motor angetrieben wird. Der Kampfraum, in dem sich die Haubitze M2A1 befindet, hat eine Panzerung von 12,7 mm. Betrachten wir nun im Einzelnen Panzerfahrgestell. Rohr mit Bodenstück und Verschluss. Rohrwiege mit Rücklaufbremse, Vorholer und Federausgleicher. Lafette. Das ist der Vorgang im Schlagbolzen M13 beim Abziehen. Es ist interessant, einmal im Trickbild zu sehen, was sich in der Waffe beim Schuss abspielt. Durch das Auftreffen der Schlagbolzenspitze auf die Zündhülse wird die Treibladung zur Entzündung gebracht. Die sich dabei entwickelnden Pulvergase treiben das Geschoss aus dem Rohr. Das Geschoss erhält durch das Einpressen des Führungsbandes in die 36 Züge und Felder eine Drehung um seine Längsachse, wodurch ein Überschlagen während des Fluges verhindert wird. Rücklaufbremse und Vorholer bremsen nach dem Schuss den Rückstoß des Rohres ab und holen dieses in seiner Ausgangsstellung vor. Sie sind mit Bremsflüssigkeit und Stickstoff, Nitrogen, gefüllt und durch einen Kanal im vorderen Jochbügel miteinander verbunden. Die Drosselung des Rücklaufes erfolgt durch die konische Reglerstange. Der Vorlauf wird durch das beim Rücklauf zusammengepresste Stickstoffgas bewirkt. Die Höhenrichtmaschine ist eine Zahnbogenrichtmaschine, die von den Handrädern über Kegelräder und Kreuzgelenke angetrieben wird. Die Seitenrichtmaschine besteht aus einer Schnecke mit Schneckensegment. Die Panzerfeldhaubitze M7B2 benötigt zum Drehen einen Wendekreis von 19 Meter Durchmesser. Sehen wir uns einmal Ihre Fahreigenschaften im Gelände an.
zur Geschützgruppe gehören Geschützführer, Kraftfahrer, K1, K2, K3, K4, sowie auf dem Schützenpanzer lang fahrend K5 und K6. Kanoniere, aufgesessen! Naja, so wie hier geht es natürlich nicht. Nur nicht drängen. Jeder Kanonier hat seinen bestimmten Platz. Sehen wir uns den Vorgang einmal genau an. Auf das Kommando Kanoniere aufgesessen, eilt die Geschützgruppe zum Geschütz und sitzt in folgender Reihenfolge auf. Kraftfahrer links vorn, K1 links hinten, K2 rechts vorn, K3 rechts hinten, Geschützführer links vorn, K4 links hinten. K5 und K6 sitzen auf dem SP lang auf. So, jetzt haben es alle begriffen. Jeder kennt seinen Platz. Alles klappt reibungslos. Kanoniere, abgesessen! Das Absitzen geschieht in der umgekehrten Reihenfolge. Auf das Kommando Kanoniere, abgesessen, sitzt die Geschützgruppe beschleunigt ab und stellt sich vor dem Geschütz auf. Und so sieht das Ganze wirklich aus. Kommando zum Feuern, halt, macht die Geschützgruppe das Geschütz wirkungsbereit. K1 und K2 lösen den Reißverschluss des Überzuges für Verschluss und Rohrwiege und nehmen die Überzüge von Rundblick, Fernrohrträger und Aufsatz ab. Danach nimmt K1 das Rundblick-Fernrohr aus dem Kasten und setzt es in die Rundblick-Fernrohrhülse. K3 lässt die Richtplatten über die rechte Bordwand gleiten, setzt ab und entfernt die Mündungskappe. K4 löst die Rohrwiegenzurung, wobei ihn K1 durch Betätigen der Seitenrichtmaschine unterstützt, und legt die Zurung quer unter die Rohrwiege. Dann entfernt K4 den Überzug für Verschluss und Rohrwiege, legt ihn zusammen und alle Überzüge in den linken Korb. K6 legt das Kabel für den Batteriesprechverkehr aus. Der Geschützführer überprüft den Ölanzeiger und gibt K4 den Befehl, die Plane abzuwerfen, die K5 links neben der Panzerfeldhaubitze als Unterlage für die Munition auslegt. K4 macht den Rohrwischer fertig, legt ihn griffbereit neben den rechten Korb. Dann entfernt er die Schiebehalterungen, legt die Ladeklappe zurück und auf ihr 3 Schuss bereit. Hilft, falls notwendig, dem K2 beim Verschlussreinigen und lädt auf Befehl des Geschützführers Munition ab. K5 und K6 nehmen die Munition an und packen sie aus. Anschließend reicht K4 dem K5 Zünderschlüssel und Zünderstellschlüssel, sitzt ab und packt ebenfalls Munition aus. K5 legt die Zünderschlüssel bereit und packt den Zünderstellschlüssel aus. Der Geschützführer schließt den Feldfernsprecher an und überprüft, ob er in den Batteriesprechverkehr einbezogen ist. Der K3 ist inzwischen zum Richtkreistruppführer geeilt und holt die Richtkreiszahl.
Diese Richtkreiszahl stellt der K1 am Rundblickfernrohr ein und richtet durch Drehen der Seitenrichtmaschine den Richtkreis an. Der Kraftfahrer lässt den Motor so lange laufen, bis keine groben Richtungsänderungen mehr notwendig sind. K1 legt fest, wobei er den Kopf des Rundblickfernrohres so lange dreht, bis der senkrechte Strich den Festlegepunkt, hier die Richtlatten, trifft. K3 steckt dazu die Richtlatten in 50 und 100 Meter Entfernung, möglichst auf 2800 aus. So sieht der K1 das Festlegen durch sein Rundblickfernrohr. Inzwischen hat der Kraftfahrer auf Befehl des Geschützführers den Motor abgestellt und sitzt ab. Meldung, erstes wirkungsbereit. So schnell und reibungslos muss jede Geschützgruppe arbeiten, um dem Gegner in den häufig wechselnden Lagen des Panzerkampfes zuvorzukommen und überlegen zu sein. Wir verfolgen nun die Tätigkeiten der Geschützgruppe im Feuerkampf. Vierte Ladung, Doppelzünder, erstes allein. Von Grundrichtung 80 mehr, Schlüssel 21,8. 420 Strich, Libelle 312, feuern. Auf dieses Kommando erfolgen im Einzelnen folgende Tätigkeiten. K1 stellt die befohlene Seite ein, spielt die Querlibelle ein. K2 stellt die befohlene Erhöhung und Libelle unter Berücksichtigung der Grundstufe ein und spielt die Querlibelle ein. K1 richtet die Richtlatten an, während K2 durch Betätigen der Höhenrichtmaschine die Längslibelle einspielen lässt. Inzwischen hat K5 den Zünder gestellt. K6 die Kartusche auf die befohlene Ladung gebracht. K4 hat die Steckmunition fertig gemacht, reicht sie K3, der das Geschütz lädt. K2 schließt den Verschluss. K1 meldet dann fertig. K2 überzeugt sich, dass keiner vor oder dicht hinter dem Rohr steht. Der Geschützführer meldet die Feuerbereitschaft durch Erheben der rechten Hand. Erstes, feuern! Der Geschützführer wiederholt das Kommando. K2 zieht ab und öffnet den Verschluss. K3 fängt die Kartuschhülse auf und wirft sie nach hinten über Bord. K2 überzeugt sich, dass das Rohr frei ist. Betrachten wir nun noch einmal die Tätigkeiten einer gut eingespielten Geschützgruppe in ihrem reibungslosen Zusammenwirken beim Feuerkampf. Halt! Jetzt geladen. Erstes, Rohr frei.
Auf dieses Kommando wird das Geschütz in der letzten Richtung und Erhöhung abgefeuert. Verschluss bleibt offen. Erstrohr leer. Stellungswechsel. Auf dieses Kommando übt die Geschützgruppe folgende Tätigkeiten aus. K1 stellt das Rundblickfernrohr auf 800 und verpackt es. K2 schließt nach Überprüfung des Rohres durch den Geschützführer den Verschluss, stellt den Aufsatz auf 0 und die Libelleneinteilung auf 300 und kurbelt das Rohr herunter. K6 hat inzwischen das Kabel für den Batteriesprechverkehr aufgerollt. Der Geschützführer verpackt den Feldfernsprecher. K4 wirft K2 und K1 die Überzüge zu, die sie am Aufsatz und am Rundblickfernrohrträger anbringen. K3 setzt die Mündungskappe auf. K1 dreht das Rohr der Seite und Höhe nach so, dass K4 die Rohrwiegenzurrung befestigen kann. Nach dem Befestigen der Rohrwiegenzurrung nimmt der K4 von K5 und K6 Munition entgegen. Der Kraftfahrer nimmt den Fahrerplatz ein, startet den Motor. K4 klappt die Ladeklappe zusammen und bringt die Schiebehalterungen an. K3 reicht die Richtlatten an, sitzt auf und verpackt Wischerlatten und Wischer. K5 wirft die Plane auf die Panzerfeldhaubitze, wo sie der K4 verpackt. Dann klappt er die linke Seitenklappe hoch, verriegelt sie und reicht K4 Zünderschlüssel und Zünderstellschlüssel an. K2 überprüft die Bordwaffe und bringt sie in Marschstellung. Der Geschützführer meldet dem Batterieoffizier die Marschbereitschaft. Und nun noch einmal die Geschützgruppe beim Stellungswechsel. Schnelligkeit und gute Zusammenarbeit sind auch hier wichtig. Jeder einzelne Kanonier muss sich klar darüber sein, dass er eine große Verantwortung trägt. Ein falscher Handgriff. Der K1 hat hier nicht 31,20, sondern 30,20 eingestellt. Eine einzige Unachtsamkeit. Vierte Ladung führt zur Munitionsvergeudung. Fünfte Ladung oder kann als Kurzschuss schwerwiegende Folgen haben. Jeder Kanonier muss sein Geschütz genauestens kennen und sich bei besonderen Vorkommnissen zu helfen wissen. Hier lässt sich die schwere Gangbarkeit des Verschlusses zum Beispiel durch Abwischen und Ölen nicht beseitigen. Gleitstein und andere Teile des Verschlusses sind vergratet.
Der Geschützführer lässt den Verschluss herausnehmen, alle Gleitflächen gründlich reinigen und die Grate durch den Mechaniker beseitigen. Ein anderes besonderes Vorkommnis: Das Geschoss klemmt. Hier sind der Ladungsraum oder das Geschoss verschmutzt, das Führungsband, der Zentrierwulst des Geschosses beschädigt oder fehlerhaft. Zur Beseitigung muss das Geschütz entladen werden. Das Rohr wird waagerecht gekurbelt, der Ladungsraum mit Lappen oder Putzwolle ausgestopft und der Verschluss geschlossen. Dann wird der Entlader mit Öffnung voraus von der Mündung aus in das Rohr eingeführt und ein Seil etwa einen halben bis einen Meter vor der Rohrmündung so befestigt, dass von beiden Seiten gleichmäßig, aber kräftig nach hinten gezogen werden kann, bis das Geschoss gelockert ist. Dabei das Seil nicht um die Hand schlingen. Der Verschluss wird geöffnet und das Geschoss herausgenommen. Zum Entladen darf nur seitlich und rückwärts Aufstellung genommen werden. Das Vorgelände in Schussrichtung muss nach Tiefe und Breite 500 Meter frei sein. Hier ein weiteres häufig eintretendes Vorkommnis. Die Schlagbolzenspitze ist abgebrochen. Beseitigung: Reserveschlagbolzen einsetzen. Jeder Mann der Geschützgruppe muss wissen, dass von seiner gewissenhaften und schnellen Bedienung des Geschützes das Leben seiner Kameraden und der Erfolg im Einsatz abhängen. Er muss bestrebt sein, das Ansehen zu erhalten und zu fördern, dass sich die Artillerie als Schwerpunktwaffe und als stärkste Unterstützungswaffe der Infanterie und Panzertruppe erworben hat.